Hallo Freunde, heute gibt es einen Eintopf und zwar einen Blumenkohleintopf und der ist sogar vegan. Natürlich kann man sich da als Brühe auch, Gemüsefond bitte. Bitte einen Gemüsefond, weil der Geschmack, der ist absolut köstlich. Und was ich da gemacht habe und wie ich es gemacht habe, das seht ihr jetzt. Hier die Zutaten. Wir brauchen einen Blumenkohl. Wir brauchen Liebstöckel, Petersilie, etwas Porree, 2 Möhren, 1 Liter Gemüsebrühe, 3 Kartoffeln, etwas Muskatnuss und gegebenenfalls noch etwas, sieht man jetzt nicht, Salz und Pfeffer. Die Möhren habe ich gewaschen, aber nicht geputzt, weil die Schale ist so sauber. Und da wäre es schade drum, das einfach wegzuschneiden. Jetzt den Lauch in feine Ringe. Und die beiden Zutaten schon mal in einen Topf. So, den Liebstöckel großzügig kleinschneiden. Und das jetzt ebenfalls in den Topf. So, die Kartoffeln geschält, gewaschen und jetzt in kleine Würfel geschnitten und kommen ebenfalls in unseren Topf. Jetzt kommt Muskatnuss drauf. Die Menge ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich mag Muskatnuss, deswegen bei mir etwas mehr. Und Pfeffer. Jetzt schalten wir die Platte ein und geben unsere Gemüsebrühe dazu. Das ist erstmal 1 Liter. Deckel drauf und aufkochen lassen. Da unser Blumenkohl weniger Kochzeit benötigt, ist der jetzt erstmal dran. Und jetzt versuchen wir mal, erst hier von den Blättern zu befreien. Könnte ihn jetzt natürlich auch halbieren, aber da würde ich mir eine ganze Menge von den Röschen kaputt machen. Und deswegen mal diese Variante hier. Den Strunk hingegen, den sollte man aufheben. Man könnte ihn rein theoretisch auch mitkochen, aber dann müsste er viel, viel länger garen. Oder die Garzeit wäre viel, viel länger, weil der doch ziemlich hart ist. So, ich schneide also jetzt hier am Strunk drumherum. Deswegen brechen wir uns hier jetzt die Stücken mit den Röschen einfach runter. Jetzt brechen wir uns hier einfach die Röschen ab. Der Blumenkohl ist auch präpariert. Das heißt, 12 bis 15 Minuten vor Ende der Garzeit der Kartoffeln kommt er mit in unseren Topf. So, 15 Minuten hat es jetzt geköchelt. Wir nehmen uns einen Rouladenspieß und kontrollieren mal die Kartoffel.
Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Und jetzt kommt der Blumenkohl hinein. Wieder den Deckel drauf und noch so circa 10, na, vielleicht auch 15 Minuten. Wir werden sehen, wenn der Blumenkohl noch bissfest ist, aber natürlich durch, also durchgegart, ja, dann sind wir auch schon fast fertig. So, kurz vor Ende. Unser Blumenkohl ist jetzt auch, ich sag mal, bissfest. Wer ihn ganz butterweich oder ganz zerfallend haben will, er muss halt den etwas früher dazugeben. Nicht länger kochen, weil sonst wären uns die Kartoffeln matschig. Kommt jetzt ein Teil der Petersilie hinein. Ungefähr 3/4. Vorsichtig unterrühren. Und es kann angerichtet werden. So, jetzt noch etwas Petersilie drüber. Und fertig ist unser Blumenkohleintopf. Wem das gefallen hat, gerne einen netten Kommentar, gerne auch einen Daumen nach oben. Und wer noch kein Abo hat, einfach abschließen. Bis zum nächsten Mal.